Klavierübung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veränderungen fürs Klavizimbal mit zwei Manualen, denen Liebhabern zur Gemütsergetzung verfertiget von Johann Sebastian Bach, königlich polnischer und kurfürstlicher Hofkompositeur, Kapellmeister und Direktore Chori Musici in Leipzig. Das ist der offizielle und etwas längere Titel für die Goldberg-Variationen, Bachwerkeverzeichnis 988. Eines der größten Kompositionen in diesem Genre und in seiner Meisterlichkeit bis heute unübertroffen. Die 30 Veränderungen, Variationen, bilden einen Reigen, der als Linie betrachtet von Aria zu Aria geht, als Kreis betrachtet, ermöglicht, dass man wieder von vorne anfängt nach der zweiten Aria, aber auch die Betrachtungsweise als Dreieck drängt sich auf. Bach ist ja mathematisch konstruktiv. Er nimmt drei Variationen als Einheit, beginnt jede dieser Einheiten mit einem Charakterstück, geht über ein Klavizimbal-Virtuosenstück zu einem Kanon. Jedes Mal wird der Kanon um einen Ton erweitert, das heißt, die zweite Stimme, die den Kanon bildet, kontrapunktiert, ist um eine Stufe weiter entfernt vom Thema. So ist der erste Kanon in der ersten Dreiergruppe, der ersten Variationsgruppe also, in Unisono, also im Einklang, so wie wir heute auch einen Kanon mit einem Chor singen würden, in dem die zweite Stimme auf gleicher Tonhöhe beginnt. Aber der zweite Kanon, das ist dann die Variation 6, also das Ende der zweiten Dreiergruppe, ist dann schon in der Sekund, also einen Ton höher, beginnt die zweite Stimme. Und so weiter. Der dritte Kanon, die Nummer 9, ist ein Kanon in der Terz. Die Klavierübung ist vom Begriff her ein bisschen irreführend. Der Begriff hat sich in diesen drei Jahrhunderten etwas gewandelt. Die Klavierübung war zur Zeit Bachs bestehend aus 4 Übungen für einmanualiges Cembalo, die zweite Übung für zweimanualiges Cembalo, die dritte Klavierübung für zweimanualige Orgel mit Pedal und die vierte Klavierübung sind die Goldberg-Variationen. Klavierübung bezieht sich auf eine Klaviatur eines Tasteninstrumentes. Klavis heißt ja Taste und somit ist es grundsätzlich gültig, mit jedem Tasteninstrument diese Musik zum Besten zu geben. Der Begriff Übung war in dieser Zeit ein Darstellen eines großartigen Werkes. Man könnte heutzutage ein Pendant dazu finden in einer Turnpräsentation. Eine Übung, die in einer gewissen Zeit als Kür zum Beispiel präsentiert wird, durchgeführt wird. Da kommt man ja auch nicht auf die Idee, dass der Turner in dem Moment erst ein Warm-up macht oder eine gymnastische Übung. Also Übung nicht als Training zu sehen, sondern als Form, als Einladung zuzuhören einem Meister, der mit viel Übung in den Zustand gekommen ist, dieses Werk zu präsentieren. Die
Aria findet sich schon im Notenbüchlein von Anna Magdalena Bach 1725. Das ist das vierte Jahr, nachdem Johann Sebastian Bach seine zweite Gattin verehelicht hat, nach dem allzu frühen Dahinscheiden seiner ersten Frau, ist es wahrscheinlich eine kleine Liebesbotschaft, dass sich diese Aria in diesem Notenbüchlein, das Anna Magdalena selbst abgeschrieben hat, befindet. Diese Aria liegt den 30 Variationen zugrunde und ist in der Form einer Sarabande komponiert. Der Klang ist am Cembalo durchaus so zu wählen, dass man die Melodiestimme gegenüber der Begleitstimme etwas absetzen kann. Und somit sind wir beim nächsten Thema, das Clavizimbal mit zwei Manualen. Das Clavizimbal wird ja mit Kielen gespielt, das heißt, man bedient die Tasten und die Tasten ziehen mit Kielen an der Seite. Nun ist es interessant, an welcher Stelle die Saite gezupft wird und wie lange die Saite ist. So sprechen wir von einem 8-Fuß-Register, wenn die Tonhöhe, so wie beim modernen Klavier, sich dort befindet, wie die Strichlagen der einzelnen Klangbereiche definiert ist. Das heißt, die eingestrichene Lage ist unser Mittelpunkt. Und beim 8-Fuß-Register, das unsere Basis darstellt, haben wir diese Klanglage. Unser Instrument von Rainer Schütze aus Heidelberg, hergestellt im Jahre 1972, hat auch einen 4-Fuß. Das bedeutet, die Saiten sind kürzer und eine Oktav höher gestimmt. Und beide Register zusammen erklingen so. Am zweiten Manual haben wir noch einen anderen 8-Fuß mit diesem Klang. Diesen 8-Fuß kann ich mit einem sogenannten Lautenzug dämpfen. Das ist eine Klangeinrichtung, die mit kleinen Filzwürfeln die Saite gleich am Ursprung dämpft und somit an den Klang einer Laute erinnert. Dieses 8-Fuß-Register des zweiten Manuals kann ich auch mit Kielen betätigen, die sich an einer anderen Stelle befinden und somit den Klang von diesem warmen, vollen Klang auf einen silbrigen, hellen, leiseren Klang verändern. Man nennt dieses Register Sul Ponticello, weil der Ort des Anzupfens sehr nahe am Steg ist.
Auch dieses Sul Ponticello kann ich wieder mit dem lauten Zug dämpfen. Und somit bietet mir dieses Instrument von Schütze ein wunderbares Sammelsurium für Klangkompositionen, das gerade für Bach besonders wichtig ist, weil Bach sehr anspruchsvoll bei den Klängen war. Er hat sein Cembalo selbst gestaltet, das heißt, er hat die Kiele immer wieder neu ausgewechselt und keinen Fachmann dafür geholt, sondern alles selbst gemacht. Er hat es auch immer selbst gestimmt. Er hat sozusagen niemand anderen an sein Cembalo herangelassen. Das zeigt uns auch, wie wichtig ihm sein Hausinstrument ist, auf dem er geübt und komponiert hat. Und diese Klavierübung, die er im Jahre 1741 bei Balthasar Schmidt in Nürnberg verlegen ließ und von dem die ersten gedruckten Exemplare in Windeseile vergriffen waren, wodurch sich danach sehr schnell einige Abschriften in Umlauf befunden haben. Diese Komposition ist geprägt von einer Vielgestalt an Formen, die in den Charakterstücken vorkommen. Die Aria ist ja eine Sarabande, aber schon die erste Variation ist eine Polonaise. Die vierte ist zum Beispiel ein Passepied, die siebente eine Giga, die zehnte eine Fuge, ähnlich einer Bourée, die Nummer 12 wieder eine Polonaise. Wir haben noch einmal die Sarabande in Nummer 13 und in Nummer 26. Wir finden ein reines Bourée in der Variation 18, ein Menuett in der Variation 19 und eine Allemande in der Variation 21. Sie sehen, ich zähle jetzt Barocktänze auf, die als Charakterstücke hier von Bach eingebaut wurden. Aber auch die Virtuosensätze orientieren sich durchaus an den Tanzsätzen, bilden aber noch die Besonderheit, dass Bach die Hände überkreuzen lässt, eine Stilerfindung, die gerade in Mode getreten war, unter anderem durch Domenico Scarlatti. Diese Spielweise gab er ja auch gerne an seine Söhne weiter und so hat auch Karl Philipp Emanuel Bach diese Technik gerne übernommen. Ebenso nehmen wir es an von einem gewissen Bach-Schüler Johann Gottlieb Goldberg. Er ist der Namensträger dieser Goldberg-Variationen, ein Begriff, den Bach selbst wahrscheinlich nie gehört hat, der erst durch die Erzählungen von Forkel, dem ersten Bach-Biografen, in Umlauf gekommen ist. Nun haben wir schon einen Namensträger für die große Komposition, aber es ist auch sehr interessant, ob es einen Widmungsträger gibt. Es ist Herr Graf Hermann Karl von Kaiserling, dem diese Komposition gewidmet ist. Dieser war russischer Gesandter am Dresdner Hof und in seiner Funktion als Botschafter für die politischen Entwicklungen der damaligen Zeit wesentlich. Er war auch gut betucht und hat Bach ein großes Dankeschön in finanzieller Form für diese Komposition gegeben. Bach hat aber nicht auf die erste Seite den Grafen Kaiserling geschrieben als Widmungsträger,
sondern er hat die Widmung hinein versteckt, indem er den polnischen Landsmann ein Stück gewidmet hat, das mit einer Polonaise beginnt. Die Aria konnte er nicht verändern. Aber schon die erste Variation ist eine Polonaise und somit ein Hinweis auf den Widmungsträger. Diese Polonaise erklingt so. Wir haben jetzt auch schon die überkreuzten Hände beobachten können. Eine Technik, die einiges Virtuosentum erfordert. Und der genannte Johann Gottlieb Goldberg, ein Schüler von Johann Sebastian Bach, zumindest heute würde man sagen ein Kursschüler, auch befreundet mit Karl Philipp Emanuel Bach und später auch Studienkollege von ihm, war möglicherweise mit seinen 14 Jahren in dem Jahr, wo die Komposition gedruckt wurde, schon in der Lage, dieses Stück auszuführen. Das würde für ein enormes Talent sprechen, aber möglich ist es, da eben kein geringerer als Graf Kaiserling diesen Johann Gottlieb Goldberg angestellt hat, um für ihn zu musizieren. Als Hofmusiker, als Cembalist sagt man sogar, dass ihm ein Zimmer eingerichtet wurde neben dem Schlafzimmer des Grafen, damit er in der Nacht, in denen der Graf von Schlaflosigkeit geplagt wurde, für ihn spielen konnte. Wenn das stimmt, erklärt sich daraus auch die Wahl der Tonart G-Dur erfrischend frei und die Tatsache, dass Bach in den 30 Variationen nur dreimal nach G-Moll gegangen ist. Somit sind wir beim nächsten Titelelement, nämlich denen Liebhabern zur Gemütsergötzung. Die Liebhaber sind Sie und ich und eben dieser Graf Kaiserling, der diese Komposition möglicherweise in Auftrag gegeben hat, möglicherweise aber auch nur als Dank für die Überreichung eben diese größere Spende gegeben hat. Und zur Gemütsergötzung, zweifellos, ist die Musik in der Lage, Heilung zu bringen und möglicherweise auch jemanden in den Schlaf zu wiegen. Der nächste Bereich des Titels, der königlich-polnische und kurfürstliche Hofkompositeur, das ist ein Titel, den Bach erst kürzlich erhalten hat und den er hier mit Stolz anführt. Und Direktor Cori Musici in Leipzig war er ja schon länger. Ich möchte Ihnen noch eine Besonderheit der einzelnen Variationen nahebringen, die ich glaube, dass sie bei einer Aufführung umgesetzt werden können. Es gibt bei den polyphonen Stücken die Möglichkeit, klanglich differenzierter zu arbeiten,
indem man die Bassstimme der Kanons zum Beispiel absetzt auf das andere Manual. Leider erreicht man mit einer Hand aber nicht alle Töne, die für das polyphone Manual noch überbleiben. Und so könnte man mit Fingern der Hand vom anderen Manual über das Manual hinweg diese Töne realisieren. Eine Technik, die heute zum Beispiel an der Orgel gang und gäbe ist, die aus der Zeit Bachs nicht wirklich belegt ist. Wenn man aber sieht, dass es pro Variation oft nur 3-4 Töne gibt, die man übers Manual hinweg realisieren muss, könnte man doch bei der Virtuosität von Bach, seinen Söhnen und auch von Goldberg davon ausgehen, dass diese Polyphonie konzeptionell für die Zweimanualigkeit auch komponiert wurde. Bach schreibt ja bei den einzelnen Variationen, ob es für ein, für zwei oder für ein oder zwei Manuale gespielt haben möchte. Dieser Hinweis ist aber nicht exklusiv. Er ist nicht so zu verstehen, dass man nur auf einem Manual bleiben darf. Denn es ist ja eine klangliche Bereicherung in der Wiederholung der Variationsteile, zum Beispiel auf das andere Manual zu wechseln, um die gleiche und eben gehörte Musik in anderer Klangfarbe darzustellen. Und so könnte man auch behaupten, dass es ineinander fließen soll, die Klänge miteinander zu verschmelzen, um die Plastizität zu erhöhen und die Stimmführung, die bei Bach, wie wir wissen, genial gestaltet wird, noch besser nachvollziehbar zu machen. Fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Freude mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach.